Ein herzliches Willkommen hier zurück zu The Wild. Ball of the Wild. Um was mitzureden? Ich glaube nicht. Ja, heute, wie gesagt, wir haben es 14.20 Uhr. Schwanzhirsche sind dran. Also wir gehen auf den ersten C zu. Schauen wir mal. Auf dem See haben wir noch nichts entdeckt, noch kein Ringgebiet. Hier haben wir den Rothirsch, Samba. Hirsch. Stammhirsch, Stammhirsch. Da werden wir hinschauen auf jeden Fall. Den da oben, den C verstehe ich sowieso nicht. Samba anscheinend rausgezogen. Kommen aber erst. Kommen direkt nach den Schweinshirschen. Kein Schweinshirsch auch. Hätte ehrlich geglaubt, dass... Hätte sogar schwören können, dass hier welche spawnen. Was? Ein Schweinshirsch hier? Das kann sein, sie. Ganz ja. Da hänge ich jedes Mal in diesem Zelt fest, aber... Muss ich auch sagen, das ist, hat einen bestimmten Grund, weil das Zelt so schief in der Buggy-Wand steht. Ja, da unten sind Schweine. Da zieht irgendwas. Ich glaube aber nicht. Stammhirsch. Ja. Wird eh gerade. Wir hätten hier einen Schweinshirsch. Dreier gleich zum Erlegen. Bereit. Jetzt da drüben irgendwas. Was sich zu erkennen gibt. Der auf der Flucht ist. Ah. Hat er irgendwas vertrieben. Anzus ist Klasse 3. Der erste liegt auf jeden Fall. Samba, ja.
So. Dammhirsch. Wir nehmen den Hundi. Sollte sitzen. Sollte auf jeden Fall sitzen. Würde mich wundern, wenn der nicht passt. Verschossen haben. Vielleicht irgendwo an einem Baum hängen geblieben. Gut, dann muss man den leider lassen. War eh nur ein Vierer. Trotzdem schade. Aber ja, war schon so. Bleibt unglaublich. Hilft ihm jetzt spawnt gar nichts. Rotfuchs haben wir hier. Hier haben wir. Hier noch. Hatten wir auch noch an. Den sind wir auch gar nicht gegangen. Gehen wir runter. Dreier, Vierer können eigentlich weg. Wir haben hier aber keine schon gehabt. Den nehmen wir aber trotzdem gleich mit. Sehr schön. Zwei Hammer. Zwei sind zwei weg. Darmhirschquein geht bei den Schweinshirschen weiter. Ja, Cash muss rein. Wir brauchen Hochsitzer auf jeden Fall. Sagt, ich weiß auch noch. Auch noch gar nicht, wo ich dann als nächstes. Doch, da hier schauen wir jetzt. Dann vier ist ein goldener. So, sehr schön, haben wir das Ganze jetzt auf jeden Fall gemacht. Ja. Da werden wir jetzt auch noch hinschauen, Schwanzhirsch oder nicht. Scheinen nur Rothirsche zu sein.
Den Durchgang ist noch nicht. Hat auch nichts da. Kann man? Das ist ja schön. So schön. Weite Sicht auf jeden Fall hier bei dem Zelt. Was ich jetzt auch nochmal machen möchte irgendwann, ist eben diese ganze Küste da mal raufgehen mit den Dinos. Oh, mit den Dinos. Mit den Alligatoren. Eventuell auch. Nicht jetzt. Zwingend einen Diamant noch zu kriegen. Ja, möglich ist es. Ziegen schon trinken. Ziegen interessiert mich jetzt einmal, da mal schon. Also Ziegen, no. Bitte hier in der Gegend. Ich muss jetzt noch wirklich schauen, ob wirklich jetzt noch Schwanzhirsch aktiv ist. Schau mal auf Espis. Na, Schwanz ist schon bis 17 Uhr. Ab 17 Uhr beginnt dann eben. Das Ponteng beginnt auch ab 17 Uhr. Haben wir jetzt irgendwas Neues? Da haben wir zuvor nichts gehabt. Rotische. Komplett verschossen. Da haben wir den Samba rausgenommen. Da war jetzt noch.
Haben wir 2 auf einen Streich wieder. Sagen, einen See machen wir jetzt noch. Oder, ja, weiß nicht, 20 ist halt nicht so. Samba und Rusa interessieren mich jetzt mehr. Vielleicht werden wir auf 17 Uhr, aber um 17 Uhr halt zweimal hinstellen. Ja. Ja. Ganz. Das haben wir jetzt eh schon ein paar Missionen durch, also ich glaube, das stört nicht so wirklich. Irgendwo steht es noch da. Da haben wir schon jetzt auch hier. Ich auch. Wo liegt das denn? Super gelaufen. So, letzter See für die Schweinshirschen. Das ist ein neues Ruhrgebiet sogar. Ruhrgebiet rot hier. Gebiet Schweinshirsch. Heißt Schweinshirschen auch hier. Hier haben wir einen Dreier. Dreier. Weibchen. Passt, den sammeln wir noch an. Dann war's das. Wieder ein paar Abschüsse hier dabei gewesen. Die Jagd nach den Diamanten hier. Weiterzuführen, hier haben wir auch noch ein Schweinshirschgebiet dann. Auch noch was. Ein Dammhirschgebiet. Ja, und so werden wir die Gebiete natürlich auch immer wieder freispielen, wenn wir dann auf irgendwas Bestimmtes gefunden werden.
Dann Rusa und Samba halt so, wo ich gern vielleicht ein Tier hätte. Wie gesagt, es muss nicht alles jetzt und sofort sein. Wir werden vielleicht auch die Karten eben dazwischen ändern, dass es nicht so einseitig wird. Nächste Wunschkarte wäre dann so ein bisschen ein Setup aufzubauen, wäre Savanne. Um dort Tiers zu grinden. Gut, das haben wir schon. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Mit diesem schönen Ausblick verabschiede ich mich hier. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao.